Hallo, Mareike. Hallo. Was hast du alles so gesehen in den letzten Wochen auf den Straßen? Ach Gott, oh Gott. Ja, eine Menge. Es ist also wirklich so, wie du gesagt hast, dass es wirklich nicht besonders schön ist, oft sich umzugucken. Und ich glaube, je nachdem, wo man wohnt, also ich muss hier sagen, in Oerkenschwick scheinen die Menschen da nicht so begeistert zu sein. Also so richtig Inspiration holen fällt da schwer. Aber es ist sehr schön, dich heute anzuschauen, meine Lieben. Du leuchtest, du strahlst, herrlich. Schön, das Sehr ist schön, ja leuchtest, meine Güte. Aber du hast auch, welche Augenfarbe hast du? Braun. Ach, ja, herrlich. Das ist so schön. Da gibt es so Bambi-Augen. Und dann noch mit ein bisschen Klimperwimpern, ne? Macht ja schon was her. Ja, das sind Wie? aber meine, nur getuscht. Wahnsinn. Ja, ich hab sehr kurze. Aber schön, was wir Mädels alles so machen können, ne? Ja, das stimmt. Und hallo, liebe Gabriele. Hallo, von wo Hallo, guten Morgen. bist du dabei? Guten Von wo ich komme? Aus der Nähe von Stuttgart. Ah, ja, das ist schon auch klassisch, aber ein bisschen inspirierender vielleicht vom Umfeld her. Nicht wirklich, nee. Sehr schwäbisch. Aber da hast du so ein weißes Krägelchen, ist das ja auch ganz gut, oder? Ja, das durchaus. Aber ansonsten sind sie eher, also ich bin jetzt, also ich bin 50 und in meinem Alter, die sind eher etwas zurückhaltend von der Mode her. Aber das Schöne ist, es ist nie zu spät, ne? Das Nie stimmt. zu spät für ein gewagtes Kleid oder irgendwas. Ja, richtig. Geht ja um Spaß an der Freude und nicht, ne? Es geht nicht um Leben und Tod. Und hallo, liebe Claudia. Hallo, Caroline. Hallo. Wir haben uns mal kennengelernt bei Astrid Rudolf. Ich komme aus der Schweiz. Hallo. Und ich habe ganz kurzfristig vor 40 Minuten gesehen, dass du online gehst. Und jetzt habe ich meinen Mut zusammengenommen. Das ist mein erster Zoom-Call überhaupt. Oh, ja, sehr gut. Herzlich. Aber schön, das freut mich sehr, umso mehr, weil es geht ja darum, den Mutmuskel zu trainieren. Und auch schön, ist so, das ist schön, wenn man ein Team hat, aber wenn man ein großes Team hat, dann denkt jeder, der andere hat den Link ja schon gepostet und ich muss das ja gar nicht posten, ist ja schon drin. Bis uns heute Morgen original vor einer Stunde aufgefallen ist, oh, wer hat eigentlich den Link gepostet? Ach, keiner. Oh, okay. Also insofern sind wir eine schöne kleine illustre Gruppe. Hervorragend. Und liebe Kerstin, du bist ja schon quasi der erfahrene Hase hier. Genau, und ich habe heute Verstärkung. Ich bin nämlich direkt bei der Marion zu Hause. Ach, perfekt. Genau, deshalb seht ihr uns beide. Wir haben gerade festgestellt, dass wir genau in der Mitte die Säule vom Fenster haben. Stimmt. Perfekt auch. Das ist doch wie gekonnt. Aber auch ein sehr schönes frisches Bild. Gerade auch grün ist ja was. Das ist auch jetzt Herbst, ne, Trendfarbe. Aber es ist nicht so ganz einfach zu kombinieren. Natürlich ganz, ganz praktisch. Rote Hose. Ah, wow, ganz Also rot, nein, sieht man nicht. Rote Hose dazu. cool. Oh, das ist ja gut. Genau, weil grün ist so auch schon, ist ja so in den Aquatönen. Also wenn du grün wiederum mit blau kombinierst, sowas ist es sehr weich, sehr warm. Und rot und grün ist schon sehr, ist schon mutig. Ja, auf jeden Fall. Muss man schon. Also gerade im Winter kennen wir das eher, weißt du, so um Weihnachten rum gibt es dann eher so rot-grün-Kombis. Aber ansonsten muss man mal gucken, ob vielleicht im Winter, im Sommer auch grün schön ist in der Kombination mit Türkis zum Beispiel. Darf man mal was anderes kombinieren? Weil, wenn ich das jetzt hier mache, ich habe ja so ein Laptop. So, zum Beispiel im Sommer grün und türkis. Sieht dann gleich sommerlicher aus, weil grün in der Kombination mit rot sieht immer gleich so, hier so, sieht so weihnachtlich aus. Weißt du, sieht immer so nach dem Grinch aus. Aber auch mal einfach mal grün mit anderen Farben kombinieren. Auch. Das ist ja wirklich das Schöne, auch diesen Herbst. Das heißt, wenn wir nicht gleich spannende Fragen haben und ihr spannende Sachen teilen wollt, die ihr so erlebt habt in den letzten Wochen, dann würde ich auch mal so ein bisschen gucken, gleich, wie es mit dem Farbkombis und dieser Saison aussieht und den Herbst-Winter-Trends, wenn das für euch okay ist. Und die Andrea, da freue ich mich auch sehr, die ist wahrscheinlich wieder unterwegs irgendwo von A nach B. Liebe Andrea, wahrscheinlich ja. Aber Andrea ist aus der Region, insofern weiß ich, wo sie sich inspirieren lassen könnte oder auch nicht. Also aus Remagen. Also, sehr schön. Gibt es denn erstmal irgendwelche Fragen schon mal vorab? Ja, ich hätte eine Frage. Mhm.
die ganze Diskussion um die Skinny Jeans. Sind die jetzt noch aktuell oder sind sie nicht aktuell? Ich lese da so verschiedene Artikel darüber und ja, ich bin denen immer treu geblieben. Also offiziell sind sie nicht mehr, diese Skinny Jeans nicht mehr so Trend. Was natürlich Trend ist gerade momentan, sind diese so Leder-Optik-Leggings und so Leder, schmale Lederhosen oder auch Latexhosen gerne genommen gerade. Aber ansonsten ist die Silhouette eher weiter, eher lässiger, eher wie die Marlene-Hose. Aber mein wichtigstes Anliegen ist immer, dass man nicht unbedingt das trägt, was Trend ist, sondern dass man das trägt, was für einen tut. Und wenn jetzt dir absolut keine weite Hose steht, weil du ein saftiges Erdbeerchen bist, also so eine V-Form, also oben rum kräftiger, unten rum schmaler, dann kannst du natürlich auch deine schmalen Hosen tragen, denn sonst, dass er oben rum kräftig ist und unten schmal und diese Zone, diese schmale Zone nicht in den Fokus setzt, der wird dann halt insgesamt so, der wird dann eher so ein bisschen regentonnenmäßig. Ne? Also wenn du oben kräftiger bist und unten eine weite Hose anhast oder einen weiten Rock oder sowas, dann fehlt dir ja dein Eyecatcher. Ne? Insofern kommt es auf den Figurtyp an. Und grundsätzlich... Ja. Ich bin eine X. Ja, perfekt. Du kannst vor allem die Taille in Szene setzen. Und du kannst auch schön eine Culotte tragen. Wie groß bist du? 1,60. Klein. Ja, aber das Schöne ist, dass man kann ganz schön damit spielen, dass man, du hast wahrscheinlich schöne Knöchel. Schöne, schmale Knöchel. Ja, das habe ich. Und ich trage sehr oft Culottes. Also vor allem im Sommer sieht man mich eigentlich nur mit Culottes. Also Culottes, aber jetzt im Winter, Herbst habe ich dann halt gern wieder die Skinnies an. Weil im Winter, Herbst kannst du auch ganz schön die Culottes kombinieren mit dem jetzt immer noch wieder in diesen Sockenstiefeln. Also diese ganz schmalen Stiefel, die eigentlich nur so ein Strickteil am Bein haben, also ganz schmal sind. Weil eine Culotte mit einem weiten, breiten Stiefel macht ja wieder breiter. Wir wollen eine schmale Zone betonen. Also eine Culotte geht im Herbst, Winter super mit so Budapestern, oder mit so Loafern oder aber auch mit schmalen Stiefeln. Mhm. Aber auf jeden Fall ist es natürlich mehr ein Fashion-Statement, wenn du diesen Herbst-Winter eine weite Hose trägst, als eine schmale. Und man ist dann meistens wieder auch bei den, in Anführungszeichen, langweiligen Kombis. Man ist ja dann auch bei der Skinny Jeans dann wieder ganz schnell bei einem Blazerchen oben drüber und einem Top. Und damit ist man dann wieder in so einem Mainstream unterwegs. Also je nachdem kann natürlich auch genau das Richtige sein für dein Umfeld, kann das genau passend sein, aber kann auch sein, dass dir da ein bisschen was fehlt. Und herzlich willkommen, liebe Anni. Ne, man ist schon ein bisschen mutiger, finde ich, wenn man schon eine Statement-Hose trägt, als wenn man eine Skinny-Jeans trägt. Ist man verlockt, auch wieder die klassischen Schuhe anzuziehen und den Pulli, und das tut es ja auch. Und so, nur so zwei Sachen immer, so Jeans und Pulli, ist dann wieder so tendenziell langweilig. Ich bin 1,50 nur und ein sehr praller Apfel momentan, also rund. Kann ich auch so eine Culotte, also ich habe jetzt eine an, aber ich weiß gar nicht, ob das so generell für so kleine, sehr kräftige Frauen gut ist. Das geht, aber am besten solltest du, wenn du diese Strecke, die du hast, wenn wir jetzt hier, wenn das meine Hand die Strecke ist, wenn du die Strecke noch unterteilst in zwei Stücke, machst du diese Stücke natürlich kürzer. Wenn du die Strecke im Ganzen lässt, wirkt sie länger. Das heißt, du solltest nicht zu extreme Kontraste zwischen Oberteil und Hose packen. Wenn du ein Outfit anhast, wo das Oberteil dieselbe Farbe hat wie die Hose, wirkst du optisch gleich 20 cm größer. Okay. Also jetzt nicht gerade neben einem 2-Meter-Mensch, aber aber so. Einfach auf einem Single-Foto mit dir wirkst du direkt viel schlanker, gerader, ne? Einfach weil es die Länge streckt und nicht die Querbetonung hat. Oh. Und liebe Kerstin sieht heute total fresh aus. Cool, sehr cool. Ich komm irgendwie aber auch von den Animal Prints nicht weg. Also das habe ich jetzt so, wenn ich immer wieder zu gucke in meinem Kleiderschrank, was ziehe ich denn heute an? Ich komme dann meistens doch wieder, gestern hatte ich dann das Zebra an, da war ich mal wieder schwarz-weiß.
Ja. Genau, aber ja, dann den Leo, die Schlange. Genau. Zum Beispiel ein Tipp für den Winter, weil im Winter ist ja zum Beispiel auch, kannst du auch Animal Prints natürlich tragen, aber auch sehr cool kombinieren. Strick ist ein Riesenthema. Strick all over, wo auch immer du hinguckst. Natürlich auch Rollis, keine Frage. Schmale Rollis, breite Rollis, aber du kannst einfach auch über deine, diese bisschen sommerlicheren Kleidchen einfach diese Strickpullis drüber ziehen. Und früher hat man die sich ja so hinten drüber gelegt und heute zieht man die wirklich so komplett hier so links, rechts, hier so wild drüber und drunter. Das ist so der Herbstrend. Einfach so wilde Pullis drüber gelegt, weißt du, so. Nicht liebevoll so brav, sondern so wild drüber geworfener Pulli. Auf den Laufstegen sogar so, dass die den Pulli anhaben und denselben Pulli nochmal drum gewickelt haben. Aber einfach nicht so lieb, brav, nur hinten und nach vorne, sondern eher ein bisschen, ne, hier ein bisschen mit der Spitze nach vorne oder links, rechts, quer. Da habe ich jetzt dann gleich nochmal wieder eine Frage. Wenn ich das jetzt bei mir hier vorne so mit drauf mache, dann habe ich dann manchmal das Gefühl, dass ich ja dann wieder noch mehr werde. Ist das wieder vom Farbton dann abhängig, oder? Genau, ja, sehr gut. Dann, wenn du da eine helle Farbe nimmst, dann ist es gerade wieder der Eyecatcher und dann noch voluminöser, wenn du dann eine dunklere Farbe nimmst und du hast ja eigentlich schon einen Eyecatcher mit dem Animal Print im Kleid. Also Strick, da kommen wir diese Saison nicht drum rum, ist aber auch schön im Winter, ist ja nett. Also bis hin zu ganz exotischen Variationen mit exotischen Details zum Beispiel oder auch coole Farbkombis. Wir haben jetzt dieses Jahr auch dann so ein Ultraviolett, so ein Blau-Lila, das sieht man ja gleich, von einmal ganz hell, auch ganz witzige Schnitte, ein bisschen ausgestellte Röcke, also super für die A-Figur. Kurz mit einem schönen dicken Rolli dazu. Dann hier Bicolor, auch sehr originell immer wieder, bis hin zu ganz wilden Strickmustern mit Statement-Ärmeln und Statement-Details. Auch immer noch wieder ein großes Thema. Und natürlich, was ihr hier auch so ein bisschen angedeutet habt, den Kragen. Der weiße Kragen ist das Must-Have für die Saison. Ist ein Thema, womit man leicht, also easy going, also wo ich hier gerade stehe, auch so kleine Täschchen jetzt wieder. Nicht diese ganz großen, also es gibt die ganz großen Bügel, gibt aber auch die kleinen. Und diese Stopp, sind das so, diese Taschen, sind das Bauchtaschen oder was sind das für Taschen? Genau, das sind so Känguru, die quasi, ne, die sind am, ist ein Gürtel dran und du hast... Ist das aus Leder? Das ist veganes Leder. Ja, also aber nichts Weiches oder so, also eher was Festes. Genau, es ist kein Beutel, okay. Es ist ein Täschchen. Und die Krägen heißen in Stuttgart Bescheißerle. Fake-Kragen, genau, Bescheißerle, genau. Oder Einsteckkragen, wie auch immer. Und natürlich der größte Trend ist natürlich die, einfach ganz simpel in Weiß, kannst du über alles ziehen, unter alles ziehen, musst nicht eine ganze Bluse tragen. Und vor allem, was ich ja sehr smart finde, du hast nicht diese Puffärmel unterm Arm. Also normalerweise, wenn du eine Bluse anhast und drüber noch was drüber ziehst, dann hast du ja hier quasi einen schönen Kragen, ja. Du hast aber hier noch irgendwie so einen Ärmel unter deinem Strickgedöns. Und das ist ja nur, nur ganz, ganz klein. Du musst A, nicht so viel bügeln, finde ich ja sehr angenehm. Du kannst die Form variieren. Das ist jetzt ein ganz kurzer, der hier unten breiter wird. Weil je nachdem, was du trägst, wenn es was Dünnes ist, hast du hier sonst so ein Lätzchen, was sich abmalt. Es kommt immer darauf an, was für eine Stofflichkeit du trägst. Also was ist für ein Stoff drüber. Das ist extra eine ganz, ganz feine, dünne Qualität. Aber wenn die Blusen-Einsteckkragenqualität ein bisschen dicker ist, dann hast du hier wirklich so ein Schürzchen hier vorne dran. Und die gibt es natürlich auch nicht nur in Weiß, sondern auch in ganz witzigen Fancy Animal Prints, meine liebe Kerstin. Das hast du dann oben drüber? Ist es ein T-Shirt oder was ist das Dunkle, was du jetzt gerade anhast? Also ein Alaya-Optik-Kleid, das ist ein ausgestelltes Kleid, was unten noch so ein Strickkleid. Ah, okay. Unten hat das hier noch so eine Strickborte, also ein Strickpart. Ist so ein bisschen, also nicht Cutouts, aber hat so ein bisschen hier dünnere Stellen. Cutouts sind normalerweise, also momentan haben die Kleider auf den Laufstegen auch Risse und die Dinger, also ich habe ja ein paar Fotos gepostet in der Facebook-Gruppe, Cutouts, also wirklich mittendrin haben die Kleider gerade so Löcher, einfach so ein Loch, irgendwo
für Herbst, Winter genau das Richtige. Dabei schon schön, wenn man so ein bisschen mit Unterbrechung arbeitet oder was ein bisschen Aufgehelltes. Auch bei dem, zum Beispiel bei Schals haben wir manchmal so Ausbrenner oder so Stücke, die so ein bisschen dünner sind. Ich bin jetzt kein Fan von einem Herbst-Winter-Cutouts an der Taille, an den Nierchen, kriege ich einen Vogel. Also insofern das nicht, da bin ich eher ein größerer Fan von den Krägen, das ist jetzt der, den ich anhabe. Die haben auch immer unterm Arm nochmal so eine Sicherheitsgurt, damit sie nicht dann hochschoppen und hochfliegen. Gibt es auch, weil großes Thema diesen Herbst-Winter, Spitze. Also Spitze ist rauf und runter. Ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Und natürlich aber auch für ein bisschen lässigeren Look gibt es das auch in Jeans, zum Beispiel zu groben, bei hellem Strick ist das eigentlich ganz schön. Wenn man es dann nicht so brav hat. Ne? Das ist ja schon tendenziell, ist ja der, kennt jemand Rena Lange? Das gab es früher mal so ein Label, ganz schickes Label, so René Lézard, aber noch ein bisschen so Escada, Rena Lange war so eine Liga. Und die hatten eigentlich jede Saison irgendein dunkelblaues Kleidchen mit weißen Krägelchen dran. Und das war auch schon das, was meine Omi mir immer gesagt hat, wenn ich am Frühstückstisch saß und so ein bisschen blass aussah, hat mir meine Omi natürlich den ultimativen Tipp gegeben, und zwar, zieh doch mal ein weißes Krägelchen an. Das gibt es natürlich auch, wir haben da ganz wilde Mischungen, seht ihr demnächst bei RTL, auch mit Häkelkragen und allen möglichen wilden Kombinationen. Es gibt wirklich die Sachen, die machen dich so, entweder so trutschig und alt oder einfach, siehst aus wie so eine Klosterschülerin. Daher kommt es auch, ne? Dieser Klosterschülerin-Kragen. Und Chanel hat es auch wieder als erstes aufleben lassen, in Reminiszenz an Coco Chanel, die ja in der Abtei war in der Schule. Natürlich war da der weiße Kragen Pflicht. Es hat immer so ein sauberes Image. Also ne, die weiße Weste oder der weiße Kragen. Geht immer. Und so kann man auch nochmal vielleicht Farben tragen, also nochmal Farben aus dem Kleiderschrank rausfischen, die einem vielleicht nicht so direkt zur Haut gut stehen. Also keine Ahnung, Gelb oder so, wenn man sagt, nee, das Gelb, das tut so gar nichts. Oder Grün ist ja auch mutig. Aber Grün mit einem weißen Kragen dazu geht vielleicht schon wieder. Muss man mal gucken, wie und was. Und dann bleiben wir auch nochmal gleich oben in dem Bereich. Denn jetzt sind wieder Krawatten in. Das heißt, man könnte jetzt hier auch noch, wenn man es ganz streng haben möchte, eine Krawatte sich umbinden. Geht alles. Alles wieder ganz schick. Oder auch einfach nur, ihr könnt einfach irgendein Band bis hin zu einem Geschenkband nehmen und hier einfach nur Schleifen machen. Zu dieser, in Anführungszeichen, Western-Look, wie auch immer man ihn nennen mag. Das macht dann gleich so ein bisschen... Ja, ist dann so ein bisschen Hauch von trendiger, zum Beispiel. Wenn man so einen Kragen hat und dann aber einfach hier eine Schluppe davor hat. So. Okay. Na, also hier einfach eine Schleife. Ich habe jetzt so ein Ledergürtel genommen jetzt gerade, den kann man auch zu einer Schleife machen. Was auch immer. Ihr könnt auch einfach nur ein Satinband nehmen. Ja? Also immer gucken, wie, was habe ich denn da so, weil Lederoptiken sind halt gerade so angesagt, also so krass, und ich bin kein Fan von diesen All-Over-Latex-Looks. Also es gibt wirklich, habe ich euch auch gepostet, Balmain, Balenciaga haben komplette Latex-Looks, also kompletter Latex-Mantel, Latex-Hose, ist ganz schön, weil ist ja abwischbar. Also ich bin durchaus auch ein Fan von diesen Lederoptik-Leggings, haben wir in verschiedenen Farben da, weil das ist die Zebra-Wisch- und Weghose, ne? Das ist die Spielplatzhose. Kannst du einfach anziehen und abwischen. Schon praktisch. Aber natürlich auch, kennt natürlich auch mit hier Lederoptik-Handschuhen, weil diese Opernhandschuhe eigentlich sogar noch, also bis hierhin, sind auch wieder ganz in. Also wer da noch was im Schrank hat, der kann das diesen Winter auch nochmal recyceln. Also Handschuhe sind auch so ein nettes kleines Statement. Ich verliere immer einen. Dann nehme ich noch meistens zum Fahrradfahren nur noch einen mit. Auch ganz schön. Aber wird auch in Lederoptik, das ist auch so ein Stretch Kunstleder, hier persönlich selbst gemacht, weil ist immer schöner, wenn sich das so ein bisschen stretcht, der Gürtel. Also diese Gürtel mit genau einem Loch irgendwo an der Stelle, wo es gerade nicht passt, ist ja nicht so praktisch. Ne? Dementsprechend, ihr könnt eigentlich um alles heute einen Gürtel machen. Ihr könnt um die Blazer, hat die Kerstin schon mal gemacht, ne? Wenn ihr gerade die X-Figur seid, also Claudia für dich auf jeden Fall, genau das Richtige. Du kannst jetzt wirklich alle Gürtel nochmal rausholen, die du im Kleiderschrank hast. Denn damit kann man auch ganz schön Silhouetten, die vielleicht nicht mehr sowas für dich tun,
richtig aufpimpen. Das geht auf jeden Fall. Wir haben natürlich auch so Wickelgürtel. Dementsprechend, ach, das ist übrigens der Astrid Rudolph Gedächtnisgürtel, haben wir zusammen mit ihr entwickelt. Das ist ein Gürtel, den kann man wickeln. Und der hat eben hier so ein Durchzugsloch. Dementsprechend kann man den überall auf jeder Höhe, ob es mal Taille, ob es mal Hüfte ist, durchziehen. Und dann kann man eine schöne Schleife machen. Und dann ist auch wieder gut. Und der ist auf der einen Seite satängig, ne, weil Satin ja auch ganz, also ein bisschen glänzend. Auf der anderen Seite mattes Wildlederoptik. War natürlich auch veganes Leder. Wir sind ja hier politisch korrekt. So, und, aber wenn wir bei den glänzenden Optiken sind, ist auch wert Satin in allen Variationen. Wir haben ja diese Kimono-Gürtel. Ich weiß nicht, wer sie kennt. Kennt sie schon? Wir haben ja auf der einen Seite Spitze, auf der anderen Seite Satin. Ich zeige euch das mal. Das ist so ein, wie man früher für Kimonos hatte. Machen wir mal ein Schlüppchen wieder auf. So. Und, wobei, den Gürtel kann ich sogar noch dran lassen. Würde man natürlich nicht kombinieren, weil immer nur eine Sache. Ne? Entweder Känguru-Beutel oder Gürtel. Machen wir mal aus. Also, da müsst ihr aber auch vorher schon checken, passt da eure Handygröße rein. Ne? Das hatte ich nämlich letztens, eine ganz fancy, teure Tasche mir geholt. Und was passte nicht rein? Mein Handy. Die letzte Sekunde festgestellt, war ein bisschen ungünstig. Also, hiermit, das kann man so anziehen oder so rum anziehen. Und noch kleiner Tipp am Rande, wenn ihr so ein Kleid habt, was Cutouts hast, müsst ihr natürlich einen hautfarbenen BH drunter anziehen. Ne? Also der ist jetzt, ich habe so einen Bustiertop in Hautfarben drunter. Damit man eben nicht so sieht, wo der anfängt und wo der aufhört. Und dann ist das hier so ein Gürtel, den ich persönlich sehr, sehr liebe, weil das so ein Eyecatcher ist. Ne? Den kann ich mehr umschlagen, kann ich mehr kürzer machen, länger machen. Das ist wirklich so ein, ja, ein Eyecatcher. Ich kann den dann so tragen mit der Schleife vorne oder ich kann ihn auch ganz simpel tragen. Das ist jetzt wirklich sogar so ein alter Kimono und auf der anderen Seite Satin. Und damit kann ich halt super meine Taille in Szene setzen. Und ne, oben ist auch wieder mehr angesagt. Oben sind wieder Schulterpolster angesagt. Also ihr könnt euch getrost unter eure BH-Träger wieder Schulterpolster klemmen. Diese ganzen Strickoptiken, also diese weichen Stricksachen, die einen auch tendenziell eher so ein bisschen runder scheinen lassen. Ne? Also wenn du so eine Raglan-Ärmel-Strickjacke hast, weiß jeder, was ein Raglan-Ärmel ist? Mal nicken. Raglan-Ärmel ist so ein hier angesetzter Ärmel, der geht so rund raus, der hat keine richtige Kante. Und Strick insgesamt neigt eher dazu, auch ein bisschen puffiger zu sein am Ärmel. Damit machen wir natürlich die knackigen, saftigen Äpfelchen, ne? Die machen wir dann nochmal runder. Braucht ja kein Mensch, ne? Das heißt, da ist ganz cool, wenn du in diese Rundung eine Kante setzt. Und zack, macht das eine andere Silhouette. Also du unterbrichst dieses ewige, runde und dann am besten noch so einen runden Bubikragen, ne? Gibt ja auch, es gibt diese Bubikragen wirklich in rund, also runder Kragen, so wölkchenmäßig, dann noch so eine runde Strickjacke und dann siehst du aus wie Frau Holle. Also läuft. Dementsprechend einfach gucken, dass man dann eher einen Spitzenkragen nimmt, mit Schulterpolstern arbeitet. Das sind einfach nur ganz simple Schulterpolster, um die wir uns so einen Futterbezug genäht haben. Also hier self-made Schulterpolster mit Futterbezug. Kannst du einfach unter deine BH-Träger klemmen, dann halten die nämlich auch schön fest, da wo sie hingehören. Wo wir noch bei den Oberflächen sind, alles, was so Glitzer, ne, so alles, was so Glitzeroptik hat. Denn bedenke, die Modetrends haben auch immer was mit der Wirtschaftslage zu tun. Und wenn es der Wirtschaft schlecht geht, wird die Mode wieder opulenter und akkurater. Wir werden immer weniger kaputte Jeans sehen. Also klar, die gibt es natürlich immer noch in den Jeansläden, alle rauf und runter. Aber das ist wie im Krieg. Ne, da hat man keine kaputten Hosen angezogen. Da hat man sich nicht geoutet als, ich kann mir keine ganze Jeans leisten. Sondern da hat man sich geschmückt mit allem, was man konnte. Das heißt, ne, große Ohrringe. Und ihr könnt auch nur einen Ohrring tragen übrigens. Auch ganz wilde Kombi. Und wirklich alles so, was so ein bisschen glitzert, Flitzer, Ponchos, Capes, alles total in. Also alles, was so ein bisschen ja, den Glamour-Faktor wieder hat. Oder auch
Paillettenarmbänder und sogar am besten sogar symmetrisch. Also die Armbänder hat man wieder an beiden Seiten an. Also links und rechts dasselbe Armband. Für die Symmetrie. Auf der anderen Seite die Asymmetrie am Ohrring. Also wirklich auf den Schauen gab es auch ganz viele ganz lange Ohrringe mit Federn, ganz viele so mit Kettenelementen. Also diese Kettenelemente sind total in, also irgendwelche ineinander laufenden Ketten, einzelne Ketten und auch wieder ganz viele Perlenohrringe, die auch eine ganze Zeit lang so ein bisschen verpönt waren, beziehungsweise bei den Teenies, bei den 18-, 19-Jährigen ganz in waren. Die kommen auch wieder, aber man beachte, Perlenschmuck macht nicht jünger. Tendenziell. Also ein Perlenhaus rauspicken und die restlichen Sachen lieber ein bisschen moderner kombinieren. Denn wirklich, es ist so krass, ich habe gefühlt, ihr könnt es auch auf den Bildern sehen, das sind alles Trends, die wir schon mal hatten und die dann, wenn man das schon mal erlebt hat, eher älter machen. Das heißt, ihr müsst gerade, die ihr schon diese Trends einmal erlebt haben, auch den Trend Samt, ganz achtsam einsetzen, damit das nicht aussieht wie die Sachen, die ihr wirklich schon aus den 80ern, 90ern in den Schränken hattet. Also, ja, Glitzer darf wieder sein. Aber dann vielleicht einfach ein bisschen dezenter, einfach nur als Poncho, als Cape. Das ist so ein Teil, das kann ich rund oder lang oder wie auch immer anziehen. Also kann ich schmal machen, kann ich lang machen, kann ich über was drüber ziehen. Und das kann ich halt immer da drüber ziehen. Also das ist so ein Teil, das kann ich in der Handtasche dabei haben und ich kann mein Outfit tunen. Zum Beispiel. Ein Poncho. Und den Kragen kann man natürlich auch, ne? Krägen kann man ja natürlich auch verschiedenartig tragen. Du kannst hier den Karl Lagerfeld-Kragen machen, ne? So diese oben die umgeschlagenen Ecken und ganz gerade. Oder den braven Kragen. Also hier so hoch oder runter kannst du ja auch noch variieren, wonach sie gerade so ist. Und bei den Oberflächen auch nochmal gerade. Thema wirklich Latex. Finde ich sogar ganz praktisch im Herbst, weil als Regenjacke ist das gar nicht verkehrt. Wenn ihr hier mal guckt, so als Regenjacke bietet sich das schon an. Kann man das mal machen. So eine glänzende Latexoptik, das geht schon. Das kann man machen. Und hier seht ihr auch diesen Bubi-Kragen. Ne? Das ist jetzt nicht für, wenn du ein rundes Gesicht hast, eine runde Frisur hast, runde Ohrringe trägst und noch einen runden Kragen, dann hast du echt das Mondgesicht rund gemacht und komplettiert. Hier haben wir noch das Thema Samt. Samt natürlich ist schon spannend, aber Samt umschmeichelt halt auch nichts. Samt ist so, ne, das Gegenteil zwar von Latex, von der Struktur, also viel plüschiger, aber durch diese extremen Kontraste, durch dieses Licht und Schatten, ne, ihr seht das hier ganz gut, glaube ich, bei dem Plissé. Samt macht natürlich extrem hell-dunkel, malt sich halt jede Welle, jede Delle ab. Wie beim Satin. Also Satin ist ja auch das Thema, dass wir so komplette Satin-Röcke haben, aber die tun ja auch für keinen was. Selbst die 20-jährigen Mädels haben da Hagelschaden drin. Ist nicht schön. Also die tragen ihn ganz mutig, ganz selbstbewusst, aber geht so, ne? Man weiß es nicht. Aber dann, man merke auch, je dunkler der Samt ist, desto weniger fällt das auf. Wenn du jetzt wieder hier dagegen ein dunkles Grün nimmst, weil das eh schon tendenziell dunkler ist, gibt es auch nicht so extremen Hell-Dunkel-Kontrast. Also mit Figürchen, mit Kurvenstar-Tendenz würde ich dann zu eher dunklen Samt-Tendenz, ne? Samt-Looks ungefähr geraten. Und das Schöne ist auch wieder hier, wir haben halt eine Streckung, ne? Das ist nicht unterbrochen. Das heißt, wir haben einmal durchgehendes Kleid, dementsprechend macht das nicht kürzer, sondern tendenziell eher länger. Und dann auch immer wieder mal Thema Karo. Aber Karo mag Karo natürlich schon, aber es ist ein nicht einfaches Thema. Entweder das macht halt so sehr Schulmädchen-Look-mäßig, ne? Es ist so sehr, dann auch noch mit dem weißen Kragen und dem blauen Oberteil. Super. Siehst du aus wie 15, 14. Also muss man mit Bedacht einsetzen. Und bei Mänteln sieht es, finde ich, gerne nach so Nachkriegsmänteln aus. Also das sind so Trends, finde ich, die kann man durchaus mal aussitzen. Auch wenn ich Karo mag eigentlich. Aber das Karo ist schon nicht ganz einfach. An Weihnachten vielleicht noch ganz okay.
Was ich wiederum cool finde als Trend, sind Fransen. Fransen an Pullovern, an, natürlich an Schals, haben wir die auch natürlich schon öfter gesehen. Das lockert die ganzen Looks so ein bisschen auf. Also wenn wir gerade so ein bisschen spießy Look haben, kann man da wunderbar zum Beispiel so ein, das ist jetzt, was ist das? Ach genau, so ein Ärmelcape zum Beispiel. Das ist so ein Ärmel, ich ziehe die Ärmel an und habe dann so einen Schal um, der einfach A nochmal streckt. Du hast die Längsbetonung und du hast aber auch noch was unten dran, was so schöne lange Fransen hat. Und damit hat man auch wiederum ganz schön aus einem, kannst du auch aus einem Sommerkleid mit der Kombi so einen Herbstlook machen. Geht auch. Kannst sogar noch, theoretisch, kannst du auch, ich zeige euch mal den anderen Gürtel, den Astrid Rudolph Gedächtnisgürtel, Moment, so, kannst du dann auch im Gürtel drum machen. Das heißt hier, rum, einfach, du kannst aber auch so sonst einen normalen Schal nehmen, den du hast, und machst aber um diesen Schal einen Gürtel drum. Zack, hast du eine Taillierung und dann hast du hier eine Torte oder sowas, kannst du noch eine Schleife machen, hast wieder ein Schleifendetail, weil Schleifen sind ja auch ganz angesagt und hast direkt wie so eine, ja, wie eine Weste vielleicht. Also eine Jacke wäre zu viel gesagt, aber kannst du die Schleife noch größer oder kleiner machen, kannst du den Saturnteil nach oben nehmen oder den unteren Teil. Hast du direkt wie so eine Strickweste, ne? Le voilà, also das könnt ihr mit Schal, also ich finde es natürlich mal ganz praktisch, wenn man auch was an den Armen hat, aber das könnt ihr theoretisch mit jedem Schal machen. Ne? Und wenn ihr dann noch alles, was euer Glitzerschrank aus dem Schmuckkiste noch hat, auch wenn ihr keine Ohrringe habt, ruhig mal probieren, mit so Clipsen zu arbeiten oder mit so großen, in Anführungszeichen, Kettenelementen, also solche Elemente oder ne, alles, was so Kettenelemente sind, ist ganz angesagt. Ja, ich sehe schon, weil Kerstin, cool, der rattert schon. Was haben wir denn noch alles bei den Schmucksachen? Weil die Kerstin, die hat ein großes Schmuckarsenal. Also die hat ein Arsenal, das ist schon, das sucht seinesgleichen. Deshalb ist ja schon, deshalb machen wir auch diesen Beitrag, wo ihr mal wieder, das ist so ein bisschen so ein Fun-Beitrag, wo ihr wisst, ah, das kann ich jetzt wieder rausholen. Ach, hervorragend. Das muss ich mir gar nicht neu kaufen, das kann ich rausholen. Und natürlich auch der Klassiker, diese Perlen-Details. Also wer nicht so auf Perlenohrringe steht, kann natürlich auch sich Perlenbroschen holen oder sowas. Aber auch das, ne, Broschen machen auch tendenziell nicht jünger, außer es ist ein sehr cooler Look in der Kombi. Oder es ist Latex vielleicht. Oder Leder. Und Ketten halt auch wieder rauf und runter. Lange Ketten, kurze Ketten, hoch und runter. Ich mag ja Ketten ganz gern lieber für, also so Perlenkettchen, als Träger für die Taschen, für die Handtaschen. Also wenn du so eine Handtasche da reinklemmst, findest du wieder ganz gut als Riemen, aber ein Vermögen. Und wo wir beim Thema Ketten sind, sind auch echt, du kannst wieder in den Baumarkt gehen und dir eine Kette holen. Das ist gar kein Problem. Auf den Laufstegen sind genau diese Ketten wieder angesagt. Also wirklich Klimper Baumarktkette. Hier schön dickes Ding rum, werdet ihr auch auf den Bildern sehen, so, wie die Oma hatte. Wie meine Oma hatte so Dinge auch. Aber wir haben natürlich auch im Laden, um das zu zeigen, weil wir hatten jetzt gerade den Dreh, den RTL-Dreh zum Thema Trends, da haben wir auch ein paar Sachen rausgepickt. Und ja, klar, theoretisch ist heftig, aber das ist so 2020, erschreckenderweise. Weil es aber, wie gesagt, der Wirtschaft schlechter geht. Wenn es der Wirtschaft gut gehen würde, hätten wir nicht so viel Klimbim und Pailletten und Co. und alles. Also das ist wirklich immer ein Thema der Wirtschaftslage. Also man investiert dann in die Sachen, die man sieht. Auch wieder, sorry, wenn es hier klappert, Kettengürtel. Das heißt, wenn ihr auch sagt, ach, nee, meine Taille ist nicht so der Hingucker, weil wenn man einen breiten Gürtel nimmt, muss die Taille schon auch ein Hingucker sein. Aber wenn man einen schmalen Kettengürtel nimmt, der so ein bisschen weicher fällt, musst du keine Wespentaille haben und auch keine X-Figur haben. Das ist aber auf jeden Fall auch nochmal ein Tipp für die, die dann sagen, ach ja, nee, eigentlich Taille nicht, aber mit so einem Gürtelchen auf so einem Jumpsuit geht das eigentlich immer ganz gut. Und auch das könnt ihr hervorragend in eure Ketten, in eure kleinen Clutches reinmachen. Jeder kennt, glaube ich, diese kleinen Clutches. Moment, ich zeige es euch nochmal. Hier. Ich
liebe diesen Lifehack, das ist der Karo-Hack, weil diese Clutches haben manchmal nicht so einen schönen Riemen dran, ne? Die haben manchmal so ganz simple, nicht so besonders schöne Dinger dran. Ich spreche das weiße Schildchen. So. Und dementsprechend, ich muss natürlich aufpassen beim Aufmachen, aber bevor ich jetzt ehrlich gesagt diese Kette nehme, die da drin ist, nehme ich doch lieber diese Kette, mache mir die, solange ich die haben will, versenke den Rest, lege die hier um die Klappe rum, mache die Klappe zu und habe so einen Henkel dran und habe die direkt Herbst-Winter-Trend 2020 tauglich gemacht. Mit Kettenelement. Nur mal so viel dazu. Und auch wieder wilde Ketten in Kombi. Also du kannst auch zwei, drei Ketten zusammen kombinieren. Also auch Kette und noch eine kurze Kette dazu und noch das und jenes ist gerade wieder en vogue. Aber auch da gilt, wem steht's nicht? Die an der Stelle, wo diese Kette den Eyecatcher hat, also wenn ich jetzt hier Doppel-D habe, wird das nicht meine Kette der ersten Wahl. Weil damit lenke ich den Blick genau dahin. Wenn ich aber vielleicht eher so die H-Figur bin und nicht wirklich eine Taillierung habe, kann ich damit natürlich wirklich schön meine Länge betonen und wieder hier einen Eyecatcher machen und hier optisch wieder ein bisschen mehr hermachen. Also man bedenke immer, welche Figurform habe ich? Wichtigstes Grundkriterium. Das lernt ihr natürlich auch im Style Up Yourself Tagesworkshop, liebe Kerstin. Also für alle Fragen, die noch offen sind, haben wir den Workshop und da können wir das alles machen mit zusätzlich noch einer sehr, sehr, sehr coolen Schauspielerin, die uns begleiten wird über den Tag und sehr spannende Übungen mit uns machen wird, die ihr auch später im Büro oder im Alltag anwenden könnt, die ihr auch mit euren Mitarbeitern machen könnt. Also sehr, sehr cool. Sehr spannend. Also ein alter Hase, die war in jeder Serie schon drin und in jeder Sendung und von ja, allem möglichen. Sehr spannende Frau und auch spannend, was sie mitbringt. Ne? Also jeder bringt ja auch so sein Wissen und seinen Beitrag dazu mit. Oh. Und was noch Trend ist, sind auch wieder diese Statement-Ketten. Ich weiß nicht, wer kennt sie? Statement-Ketten kennen wir noch alle, so wirklich so Wow-Ketten, die ein Statement sind, die natürlich nicht zu übersehen sind. Größer, dicker, weiter. Ich aber persönlich bin ein Fan von entweder oder. Nach wie vor. Entweder große Ohrringe oder große Kette. Man kann noch mit entweder oder noch Armreifen kombinieren. Große, noch wieder größere, dickere Armreifen. Aber man beachte, es ist nichts für Ladies, die viel am PC sitzen. Wenn du viel tippen musst, klackert das die ganze Zeit am Laptop, also an der Tastatur dran rum. Ist dann irgendwann auch nicht mehr so schön. Und last but not least, wir kommen ein bisschen langsam weiter runter, haben wir an den Beinen auch so strukturierte oder so Strumpfhosen mit Muster. Also Kerstin wird es freuen, wenn man das so sieht, hier ein Animal-Print-Muster auf der Strumpfhose. Also nicht mehr langweilige Strumpfhosen-Optiken, sondern ganz witzige, verschiedene Optiken. Gibt es auch. Weil das Beinwerk wird auch noch in Szene gesetzt und untenrum, ihr glaubt es nicht, auf den Laufstegen gibt es, passend zum Regen, Gummistiefel. Richtig klobige, weiße Gummistiefel. Weil was haben wir gelernt? Was tritt hervor? Alles, was? Ja, nicht alle auf einmal. Hell ist. Ja, genau. Und wenn du dann, ne, kannst du dir vorstellen, Anni, so ein weißer, bottiger Gummistiefel. Ist so, das sieht so aus wie die Metzgermeister, von, weißt du, die dann so durch die Abteilung wandeln. Ich zeige, das ist, glaube ich, das erste Bild, was ich gepostet habe auf, ja, in der Facebook-Gruppe. Und am besten dann noch Overknees, ne? Mit Plateau. Wahnsinn. Also richtig krass. Das ist so, ja, also putzt einfach wieder eure Gummistiefel und ihr könnt sie wieder schick anziehen.
mal für ein nettes Abendessen. Ich habe sie auch gerade wieder rausgeholt. Ich muss sie auch gleich wieder putzen, weil wir noch an die Nordsee fahren. Und da wird es jetzt auf jeden Fall eine Woche regnen. Zu 90%. Aber ist nach den 40 Grad auch mal ganz schön. Da können wir noch ein paar, ich muss noch ein paar Artikel schreiben, ein paar Kolumnen für Zeitschriften zum Thema Herbst-Wintertrends, dann passt das ganz gut. Da muss man sich das nur schön machen. Mit dem Wetter und so. Also, gibt es jetzt noch gerade aktuelle Fragen? Oder was aber auch euer, schreibt auf jeden Fall gerne mal unter den Link in der Facebook-Gruppe, was so eure, euer Best-of war. Was habt ihr euch gemerkt? Was war es, damit die Ladies, wenn die auch den Call nicht mitbekommen, zumindest ein bisschen Insights kriegen? Was habt ihr euch gemerkt? Was war das? War das das mit der Kette um die Tasche? War das das mit dem Kimono-Gürtel? Was auch immer. Ja, liebe Kerstin? Darfst du denn schon verraten, was das für eine Sendung ist bei RTL und wann die kommt? Ja, das ist immer das, ich mache, wem steht was? Und das ist bei RTL.12. Und da geht es eben darum, was ist, also das wird auch nochmal zum, keine Ahnung, beim Frühstücksfernsehen gesendet und beim, das wird dann so rumgereicht. Ne? Also den Beitrag, den man macht, der ist ja sehr aufwendig. Also da sind wir einen kompletten Tag beim Drehen. Wir haben den kompletten Tag, einen Tag vorbereitet und natürlich auch einen Tag nachbereitet. Und dementsprechend wird die Sendung natürlich dann, weil die relativ teuer dann auch ist, mit drei Protagonisten, mit verschiedenen Figurtypen. Also kommt ein, kam diesmal ein X, ein A und ein O. Und wir haben an denen die Trends gezeigt. Also was kann man eigentlich immer tragen und wie kann man es tragen, wie kann man es kombinieren, wie besser nicht. Also einmal suchen sie selber ein Outfit raus und einmal kriegen sie noch ein paar kleine Tipps am Rande noch mit. Und gibt es wahrscheinlich, ich sag mal Mitte September, läuft das dann. Passend zum Herbst. Und wir tüfteln auch gerade an einem kompletten Styling-Format. Ja. Also es wird, wird spannend. Macht immer Spaß. Weil gerade das ist das Wichtigste, weil du kannst ja, jeder kann ja in jedem Magazin nachlesen, was Trend wird. Aber ehrlich gesagt finde ich das Allerwichtigste, zu wissen, wem steht es denn und wem nicht. Also wer kann es einfach aussitzen. Nicht jeder muss jetzt Latex mitmachen. No way. Also sieht es auch nicht immer seriös. Also je nachdem, was du für einen Job hast, nein, kriegst du damit keine Gehaltserhöhung. Auf jeden Fall nicht. Ja, noch irgendwelche Fragen gerade aktuell? Ja, ich würde dich bitten, noch mal was zu Schuhen zu sagen. Also Gummistiefel habe ich jetzt gehört, wäre jetzt aber nicht unbedingt das Schuhwerk meiner Wahl. Also was ist in und wozu lässt sich das auch gut kombinieren? Weil ich finde es immer wahnsinnig schwer, im Herbst und Winter meine Schuhe zur Mode zu kombinieren. Die Mode ist nicht mehr so ein Diktat wie früher. Weißt du, früher in den 60er, 70er, 80er gab es wirklich nur die Spitzenschuhe oder nur die runden Schuhe oder nur die Kuhmaulschuhe. Und das gibt es jetzt nicht mehr so. Es existieren mehrere Trends parallel. Mhm. Und die Tendenz ist jetzt wieder zu ein bisschen spitzer zulaufenden Schuhen. Das schon. Aber es gibt parallel genauso diese ganz klobigen Dinger. Also wirklich so Doc Martens. Ne? Ich weiß nicht, wer kennt, weiß jeder, was so Doc Martens sind? So dicke Sohle, Plateau ist auch wieder innen. Ist natürlich ganz schön, weil man damit höher ist, größer ist, aber nicht so einen steilen Absatz hat. Aber puff, puff, puff. Man läuft halt auch gerne mal wie so ein Hovercraft, wie so ein kleiner Robocop. Dung, dung, dung. Also muss man schon gucken, wie laufe ich da ab oder wie kann ich da abrollen. Also wirklich auch den Lauftest im Schuhladen machen. Ohne den geht's nicht. Und tendenziell geht wirklich, also würde ich sagen, ist es wichtiger, ehrlich gesagt, was du trägst, als dein Schuhwerk, aber keine Frage, wenn es so ganz ganz alte, abgetragene Schuhe sind, da können die auch ein Outfit ruinieren, aber kann ich mir bei dir nicht vorstellen. Also kannst, eine Sneaker geht auch, diese Strumpfstiefel, ne, dieser schmale Schaft, Overknees natürlich, rauf und runter, aber es muss auch immer zu deinem Outfit passen. Also ich würde immer erstmal gucken, was bin ich für ein Typ und was habe ich für einen Stil und mir danach gucken, weil Overknees passen ja auch nicht zu jedem Outfit. Ja? Aber sehen schon ganz heiß aus. Also Overknees hatten wir auch zum Beispiel bei einem Magic Makeover bei einem knackigen Äpfelchen, die aber rum super Overknees tragen konnte. Oh, der Beifuß, sorry. Und zwar fand ich das sehr eindrucksvoll. Die hatte, klar, hatte ein bisschen mehr Oberweite, aber ich mache ein bisschen heller.
Lies hatte zum Beispiel so Söckchen-Ovenies und war der Knaller, ne? Die hatte diese, dann hatte noch graue gehabt, hier haben wir auch noch. Einfach eine Farbe durchgängig und dann auch noch die Ovenies dazu. Mega, die hat richtig Spaß gehabt. An den Ovenies wieder. Also je nachdem, was man so für ein Typ ist, ne? Ja, sonst noch irgendwelche Fragen? Vielleicht von der Gabriele, von der Anni? Hast du noch einen Tipp zu Schuhen, die wirklich schön und vielleicht auch ein bisschen edel aussehen, aber gleichzeitig super bequem sind? Weil ich habe immer das Problem, ich probiere die im Schuhladen, aber wenn ich dann länger laufe, merke ich manchmal, okay, war doch nicht so bequem, wie ich eigentlich so gedacht habe. Ja. Geht es denn bei dir eher um hohe Schuhe oder um flache Schuhe? Also sie dürfen schon Absatz haben, allerdings keine High Heels. Oder Pfennigabsätze kann ich zum Beispiel auch nicht tragen, da fange ich an zu kippeln und umzuknicken. Ich zeig dir mal gerade was. Wir haben ja so einen kleinen Fundus. Moment. Und zwar habe ich die hier gerade für eine Kundin besorgt. So, und zwar, ich mag das ja sehr, wenn die Schuhe hier in der Mitte ein bisschen ausgeschnittener sind. Nee, also Ferse frei oder Zehen frei bedeutet ja immer, du kannst eigentlich keine Strumpfhose dazu anziehen oder bist du so relativ eingeschränkt. Ne? Aber wenn die hier, das gibt auch einen ganz besonderen, das hat auch mal, habe ich auch mal gepostet, die heißen, die haben so ganz speziellen Namen, diese Schuhe. Steht natürlich hier nicht drauf. Aber die sind sehr schön, weil die sehr schönen Fuß machen. Also auch von vorne sind die, ne, ganz schön und die halten natürlich zum Beispiel super. Dadurch, dass sie diesen Riemen haben. Und momentan sind auch eh wieder diese Alice im Wunderland-Schuhe in. Aber die haben Riemen oben quer. Und das macht das Bein wieder optisch kürzer. Mhm. So aber wiederum, wenn der Riemen vorne so ein bisschen schräg verläuft, geht das. Und natürlich dadurch, dass ich extra Halt habe, muss ich den nicht so eng holen. Da habe ich ein bisschen mehr Spiel drin. Und ne, muss nicht vorne anschlagen. Weil die Problematik ist ja bei den höheren Schuhen, dass ich den gerne vorne anschlage. Also der Witz. Das Schuhe, wo habe ich denn noch hier noch einmal? Wir haben so ganz krasse Schuhe. Warte, hier haben wir gleich noch ein paar. Ja, die sind richtig krass, so Valentino-Style-Schüchen. Das sind aber meine persönlichen Highlight-Schuhe. Ich liebe Valentino. Ich habe eine Schwäche. Aber die echten Schuhe kosten 750 Euro und die hier kosten 99 und sind, ne, hier Pfennigabsatz und alles, aber mega bequem, weil ich extrem guten Halt habe. Also ja, sehen schick aus. Ja, die sind krass. Die sind gar nicht so. Sie haben ein gutes Fußbett. Und was da auch mal hilft, ist, sich von DM einfach diese Dancing Queen Pins zu holen. Mhm. Die man so reinkleben kann, diese durchsichtigen, ne? Mhm. Wow. Auch immer da, wenn wir Magic Makeover haben, ist da alles da. Es gibt die reinklinkbaren BH-Verlängerungen, dann die kleinen Pads. Es gibt so kleine Punkte, mit denen du Druckpunkte entstressen kannst. Aber wie hat hier, das ist so der, weißt du, so ein bequemer Schuh, nicht zu hoch, nicht zu tief, praktisch, ne? Nicht zu spitz, aber schon spitz dazulaufen, weil es einen schlankeren Fuß macht als der Daisy Duck Schuh. Mhm. Okay, danke. Ja, und man kann auch wieder Socken in High Heels tragen, ne? Tennissocke, so kniehohe Tennissocke in High Heel. Bei Gucci und bei irgendwo gesehen. Es ist nicht nur schön, was man sieht, leider. Man muss da wirklich sehr selektiv vorgehen. Ich habe noch eine Frage, und zwar das Ärmelkleid mit Fransen. Kriegt man das bei dir oder wo? Ja, wir lieben die. Also wir haben auch alle Bestände aufgekauft, die wir nur kriegen konnten, weil das macht keiner mehr. Also ich, leider gibt es wirklich viele Sachen, die cool sind, aber aussterben. Weil sie besonders ist so... Weiß nicht, trauen sich wenige Läden dran. Das heißt, die Geschäfte, also die Einzelhändler, kaufen immer, immer spießiger und konservativer ein, weil sie Angst haben, dass was liegen bleibt. Dementsprechend haben wir immer mehr das gleiche Angebot, Copy-Paste in jedem Laden. Weil irgendwas, was auffällig ist, und das ist halt auch, das Ärmelcape ist halt was man erklären muss, wie du es trägst. Und das ist schon das Ausschlusskriterium, warum das nicht in Geschäften hängt. Siehe auch unsere Magic Line, ne? Unser Magic Dress, Magic Cardigan, das musst du erklären.
Und das haben die sich ausgerechnet, was das bedeutet, wenn eine Verkäuferin denen das erklären muss. Deshalb ist es für die nicht rentabel. Aber bei dir bekommt man das. Ja, in ganz vielen Farben, in ganz vielen Formen, mit Ausbrenner, mit in Rot, mit Fransen, in Rosé, in klar, in Schwarz, in Grau, in Braun, in Blau. Ja. Und verschickst du das auch? Ja. Oder nur im auch in Schweiz. Nee, auch in die Schweiz, ja. Also verschicken und auch in die Schweiz, kein Thema. Wir schicken so Care-Pakete. Auch wenn ihr jetzt sagt, boah, ich habe das gesehen und das Thema, das finde ich so super. Den Kragen hätte ich gerne einmal in Spitze oder einmal in glatt, was auch immer. Ihr müsst euch jetzt nicht die Hacken wund laufen, sondern ihr könnt auch einfach sagen, hier habt ihr das noch einmal in der Größe und Farbe und dann schicken wir euch das zu. Weil das ist ja manchmal das Mühsame, wenn man einmal was im Auge hat oder weiß, was man gerne hätte und du suchst genau dieses Teil, da suchst du, da läufst du aber einen Schuh platt bis dahin. Echt krass. Insofern macht es euch einfach. Wenn ihr irgendwas seht, irgendwo was, dann sagt Bescheid. Ihr könnt auch immer, zum Beispiel bei Fernsehsendungen, müssen wir auch immer angeben, wie, wo, was ist das denn, von wem ist das? Das heißt, wenn ihr eine Fernsehsendung seht, könnt ihr bei den Sender noch anrufen und fragen, von wem ist denn das? Drum und dran, macht das Leben leichter. Also wir hatten jetzt gerade eine Protagonistin, ein Model beim RTL-Dreh, die ein riesengroßer GZSZ-Fan ist. Und die sagte, oh, alles, was ich da sehe, ist so super. Ich so, ja, dann ruft er einfach. Dann kannst du dir eine Nachricht schicken, eine E-Mail schicken an den Sender und fragen, was hatten die denn an? Und die werden das eh alles archivieren müssen und können dir genau sagen, was sie anhatte. Ja. Und auch Thema Trendfarbe Rot. Ne? Wenn ihr sagt, boah, Rot ist ja schon ganz cool, aber Rot kann ich so nicht so gut tragen, dann nehmt roten Lippenstift. Das verändert alles. Also roter Lippenstift macht variiert komplett alles. Also ihr könnt, wenn ihr mutig seid, braucht ihr das nicht, aber ansonsten nehmt ihr einfach einen Lip Liner und mit dem Lip Liner könnt ihr da ganz sicher sein, dass ihr da eine gerade Linie zieht, denn so schwierig vom Monitor. Warte. Also. Wer mag gerne roten Lippenstift? Denn roter Lippenstift verändert einfach mal komplett das ganze Outfit. Also im Vergleich zu eben, ne, war das so lieb und nett. Und jetzt wird es so ein bisschen mäßiger. Also, wer sagt, Rot ist nicht meins als All-Over, der kann dann einfach den roten Lippenstift als Eyecatcher nehmen. Und unbedingt über roten Lippenstift 24/7 Stay-On nehmen. Denn nichts ist schlimmer als roten Lippenstift auf den Zähnen. Geht gar nicht. Und geht auch ohne Spiegel in 3 Minuten. 2? 1 Minute? Kriegt ihr hin. Also, noch Fragen. Aber dann zum Beispiel, die Mareike hat heute so schöne Augen, so schönes Augen-Make-up, dann müsst ihr natürlich euer Augen-Make-up ein bisschen anpassen. Also wenn du ne, so ein schönes so Eyeshadow hast und alles, dann nicht noch roten Lippenstift. Dann ist es too much. Außer du gehst abends in die Travestie-Show. Geht auch. So, ihr Lieben, gibt es noch irgendwelche Fragen? Countdown läuft und wir haben nämlich dadurch, dass wir morgen fliegen, noch ungefähr 70 Sachen auf dem Tacho. Aber ich wollte auch unbedingt euch noch einen schönen, inspirativen Juli bescheren. August bescheren. Alles gut? Also, ne, denkt an mich, holt die Krägelchen wieder raus. Also ihr könnt natürlich auch erstmal mit euren Blusen arbeiten, die ihr habt, aber ich sage euch, das ist nervig, wenn man immer diese ganze Bluse bügeln muss, um das Ding rumzuziehen. Wobei das Schöne ist, wenn ihr wirklich was drüber zieht und das Teil auch nicht drüber auszieht, müsst ihr eigentlich nur den Kragen bügeln. Ne? Das ist egal. Any more questions? Von wo auch immer, ob von Stuttgart oder sonst wo? Dann hoffe ich, dass ihr wieder inspirativ und guckt mal, ob ihr diese Trends auch mal seht. Also schau mal, ob du, also klar, in Stuttgart natürlich in den Geschäften wahrscheinlich, aber auch selbst die Geschäfte kaufen immer, immer zurückhaltender ein.
Die werden so 2-3 Trends in den Schaufenstern haben, aber ja, selber immer weniger. Ja, Kerstin? Wir werden nachher in Straßburg. Wo werdet ihr nachher in? Straßburg. Straßburg ein bisschen shoppen hier, ein bisschen bummeln, dann schauen wir mal, welche Trends wir sehen, ja. Ja, sehr gut. Und wirklich immer ganz bewusst, ne, also nicht verleiten lassen zu irgendwas, was man jetzt vielleicht in dem Moment toll findet, sondern wirklich immer überlegen, zu welchen 3 Outfits kann ich dieses Teil kombinieren? Und was habe ich wahrscheinlich für einen Cost per Wear? Also wie oft werde ich das wahrscheinlich anziehen? Sehr gut. Ja. Vor allen Dingen habe ich gelernt, weniger so diese hellen Farben in meiner Oberweite, sondern da ein bisschen runter. Und was ich auch noch jetzt gemerkt habe, ich kann es auch definitiv nicht als Hose. Also ich muss einfach eher, wenn ein bisschen gemustert, habe ich so das Gefühl, das ist wirklich so, wo ich mich dann auch wohlfühle. Oder so dunklere Farben, aber trotzdem Farbe. Und da tue ich mir noch ein bisschen schwer, deshalb werde ich da ganz gezielt schauen. Aber zum Beispiel auch, wenn du sagst dunklere Farbe, das ist ja auch mal ganz spannend, wenn man guckt, wie kombiniere ich eine dunklere Farbe. Ich kann ja auch zum Beispiel, was ich gerade sehr spannend finde für den Winter, so ein Weinrot ist ja sehr dunkel, ne? Ist tendenziell eine dunkle Farbe. Aber wenn ich dieses Weinrot, mit was vielleicht, wer hat eine Idee, mit was kombinieren? Mit was könnte man das, mit welcher hellen Farbe könnte man Weinrot gut kombinieren? Einfach mal so, ne, es gibt kein falsch oder richtig. Also ich denke gerade natürlich an Weiß, ist ja klassisch, und vielleicht auch ein Gelb. Ein Orange. Ich wollte gerade sagen, oder ein Pink. Nee, Pink geht nicht, denke ich. Ne? Das ist ja schön. Doch, Pink geht auch. Pink geht auch. Auch ganz cool. Ne, das ist so dieses Pink-Rot, was wir so in der Kombi haben. Aber so mal eine Idee, ganz neu wäre zum Beispiel, sieht jetzt nicht so leuchtend aus, weil hier leuchtet das richtig. Und Pink und Orange, ist echt das ist eine Farbfamilie. Das heißt, es ist nicht so ein krasser Kontrast, wie jetzt bei dir gerade mit dem grünen Oberteil in der roten Hose. Ist ein bisschen weniger hart, aber sehr interessant, also weil noch nicht so oft gesehen. Jetzt diesen Sommer haben wir schon öfter gesehen, Orange und Pink, klar. Aber auch, was ich schön fand jetzt, in so Mustern auch, Orange und Rosa. Zum Beispiel. Icons sind krass. Also wirklich experimentiert da fröhlich mit Farben. Und guckt einfach so, was tut für euch was. Und gerade die dunkleren Farben, auch mal zum Beispiel Marsala und Türkis. Ne? Also je nachdem, auch diesen Kontrast mal spielen. Weil ihr habt ja schon eure Basics, habt ihr ja schon. Das heißt, ihr könnt jetzt mal gucken, wie kann ich ein bisschen den Mutmuskel trainieren. Und auch mein Umfeld inspirieren. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren, auf jeden Fall. Und schreibt bitte unbedingt so 1, 2 oder 3, was auch immer, wie viel ihr euch so gemerkt habt. Highlights, was war so euer Learning? Was war so ein kleiner Augenöffner? Weil ihr es euch dann selber besser merkt, wenn man es einmal aufgeschrieben hat und das vielleicht auch mal eher umsetzt und einfach auch andere damit zu inspirieren. Und ihr könnt das auch besser weitergeben, wenn ihr es einmal selber euch klar gemacht habt. Was waren meine 3 Perlen zum Beispiel? Machen wir viele in Seminaren. Und überlegt, was waren meine 3 Perlen, also meine Haupt-Key-Learnings auf Neudeutsch. Ne? Also sehr schön, wenn ihr ein schönes Wochenende habt. Freue mich sehr. Schön, dass ihr alle da wart. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und genau, ach, du Mareike strahlt. Ein Träumchen. Viel Spaß auch beim weiter inspirieren lassen. Und wirklich, je mehr ihr euch in den Straßen umschaut, werdet ihr wissen, es wird Zeit für mehr Inspiration, eine Mission, die wirklich das Einkaufsverhalten ändert. Also die Leute laufen ja mit vollen Tüten rum, aber die haben im Zweifel nichts anderes da drin, als sie eh schon anhaben. Also da geht noch was. Ne? Insofern, ihr habt viel Spaß in Straßburg, wo auch immer ihr gerade unterwegs seid. Und dann bis ganz bald, bis nächsten Monat. Und übrigens, also wer irgendwo in der Nähe ist, also natürlich klar, wir haben den 20. September, wo ihr die Kerstin kennenlernen könnt, ihre Kollegin, die Andrea, beim Style Up Yourself Tagesworkshop. Da mussten wir jetzt leider nur, also Kerstin ist noch so, ist schon so durchgerutscht. Aber weil wir so viele
Interessenten haben, mussten wir da eine Bewerbungsphase davor schalten. Das heißt, ihr müsst euch einfach nur mal schreiben, wie was ihr für ein Ziel habt, damit das auch eine schöne homogene Gruppe wird. Und wahrscheinlich werden wir noch einen weiteren Termin dazu kreieren. Es gibt auch den 11. November, damit wir eine coole Gruppe haben, mit der wir auch diese sehr, sehr geile Übung von der Schauspielerin machen können, zum Thema Status einnehmen. Sehr spannend. Ich freue mich auch schon. Ich bin schon sehr gespannt auf die Ergebnisse. Und wünsche euch bis dahin erstmal eine schöne Zeit, einen schönen Spätsommer. Und genau, bleibt vernünftig. Und am 12.09. von 12 bis 19 Uhr gibt es bei uns das Jubiläum. 15 Jahre Carolines. Gibt es eine kleine Modenschau und danach gibt es dann auch ganz Corona-konform die Modenschau auf Großleinwand, damit die anderen dann auch was davon sehen. Sich aber hier nicht so knubbelt um 12 Uhr, gibt es eine wundervolle, anmutige Sängerin, die einen auch wieder so ein bisschen erhebt. Es gibt hier ein sehr schönes Rahmenprogramm. All day. Also 12.09. von 12 bis 19 Uhr geht es hier rund zum 15-jährigen Firmenjubiläum. Und zwischendurch natürlich auch so und hier. Und wenn ihr zwischendurch sagt, ich will mein Weihnachtsgeschenk schon vorziehen mit einem Magic Makeover, ist das auch kein Problem. Sind wir auch da. Wir haben noch 2 Termine, weil ein Termin wahrscheinlich jetzt gerade vorrückt, für dieses Jahr noch frei. Also, ich wünsche euch was. Habt ein herrliches, schönes, sonniges Wochenende. Ich freue mich auch schon, bevor ich jetzt in die Nordsee-Sturmflut fahre. Aber das ist ja, gibt kein schlechtes Wetter, gibt nur schlechte. Genau, Kerstin hat schon richtig gesagt, Kleidung. Genau, es gibt kein schlechtes Wetter, gibt nur schlechte Kleidung. Also man muss sich nur richtig anziehen, dann passt das auch. Also, euch in diesem Sinne schöne, inspirierende Tage und bis ganz bald. Ciao.